einen guten Geschmack und Honig ist sehr gesund. Ja? Was hast du jetzt für Mama? Und der Willi ist dein bester Freund. Kennst dein Bienenstock? Okay. Und aber es gibt heute eine Überraschung. Es ist eine echte Biene, Maya. Finn und Lilly und Moritz. Warum es Bienen gibt und was die Bienen den ganzen Tag machen. Dass Bienen ganz, ganz fleißig sind. Und in dieser Schatztruhe hier, da gibt es ganz viel zu entdecken. Und die haben wir geschenkt bekommen. Und wir haben die von der Sparkasse bekommen. Und da möchten wir uns ganz, ganz toll bedanken im Namen von allen kleinen Bienenfreunden und Blumenkindern. Und alle Kinder, die hier ganz viel über die Bienen. Sag mal Biene, genau. Tschüss. Schaut mal alle hier schön rein. Jawohl. Prima, macht ihr das. Biene. Genau, geht's euch gut? Ja. Yay, super. Also das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Möchte das mal jemand aufsetzen? Oh, ganz viele. Wer setzt die Schutzhaube auf? Cool. Also mit dem Hunden. Oh, schau mal den Bastian an. Wow. Der geht jetzt in den Bienenkorb. Ja. So. Damit die Kinder mal sehen, wie das aussieht. Tanz mal, Lilly. Ei, wir tun dir nichts zu leide. Flieg nur aus in Wald und Heide. Summ, summ, summ. Bienchen, summ herum. So, jetzt habe ich eine kleine Biene vor der Kamera. Wie heißt du denn? Victoria. Victoria, wie gefällt denn dir dieser Bienenkoffer? Was kann man da alles mitmachen? Da sind wohl Bilder drin. So, hallo, wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Ich bin die Sabine Engert von der Keder Rasselbande St. Matthias in Goxheim. Was? Sie haben jetzt einen Bienenkoffer übergeben bekommen, also ausgeliehen bekommen. Was werden Sie jetzt damit tun? Also wir werden den im Sitzkreis, werden wir den in die Mitte stellen und werden dann mal nachschauen, was da alles drinnen ist, was zu entdecken gibt. Die Spiele, die da drinnen sind, werden wir mit den Kindern machen, die Geschichten dazu erzählen. Also wir werden auf Entdeckungsreise gehen mit der Geschichte der Biene. Ist es schön so als Biene? Ja. Und du, wie gefällt dir denn der Koffer? Auch mir besser. Wie sind denn auf die Idee gekommen, jetzt diesen Bienenkoffer auszuleihen? Also erst mal am Tag der offenen Tür war ich mit meiner Familie hier und war sehr begeistert davon. Und dann haben wir gesagt, jedes Jahr gehen wir mit unserer Gruppe hierher in Reichelshof. An der Aktion wollen wir teilnehmen. Wir finden es klasse mit dieser Biene, mit diesem Koffer und das wollen wir unterstützen. Ihre Gruppe hat ja einen Bienennamen, oder? Genau, wir sind die Bienengruppe, jawohl. Und muss euch noch ein Geheimnis verraten, das hat mir die Biene Meier vorhin auch ins Ohr geflüstert. Ohne die Bienen könnten wir nämlich dieses leckere Obst nicht essen, denn es würde kein Obst geben. Ihr habt doch schon gesehen, wenn die Bäume blühen, die Kirschbäume, die Apfelbäume oder die Erdbeeren. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Also jetzt im Moment blüht ja nichts mehr, denn wir haben schon die Früchte und gibt es viele Bienen, die die Blüten bestäuben. Dann gibt es viele Früchte. Und gibt es wenig Bienen, dann gibt es wenig Früchte. Und was wäre denn, wenn es keine Bienen mehr geben würde? Boah, genau, Paul. Sind wir damit einverstanden? Ja. Sind wir damit